Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Thüringen-Karte. Wie werden wir jetzt mal kurz hier den einen Futterbeschwang leer machen? Wir haben hier ein bisschen Silage aufgesammelt und ein bisschen Heu. Das versuche ich jetzt mal einen anderen aufzunehmen oder ich mache es lieber nicht, bevor wir jetzt. Müsste eigentlich funktionieren, weil ja. Stein I. Das kann hier nicht ausgefüllt werden, das ist doch gar nicht. Stein I. Hier ein Ding, ne? Warum nicht? Ja, dann nicht, ne? Dann fahren wir halt ja, so ein Futtermischfabrik und kippen das da aus. Da geht's garantiert. Zahnmischstation? Mhm. Oder? Da fehlt auch Stroh. Wir fahren mal hin und schauen, ob wir leer kriegen. Soll da kein Problem sein. Hier ist so genau der Platz zum Abkippen. Und da kippt er dann nicht rein. Das muss ich jetzt nicht verstehen. Das gibt's nicht. Das ist jetzt komisch. Mal dachte mir jetzt so, dass nimmt der jetzt auf, ne? Aber nur gedacht. Oder muss das Symbol kommen, abkippen, da es ja gemischt ist. Ja, gut, das könnte sein. Ne? Schauen wir jetzt, muss ich reinkriegen? Normalerweise nicht. Aber dann werden wir auch tricksen müssen. Weil Mischfutter nimmt er jetzt so nicht an. Weil es ist ja Mischration und das ist was ganz anderes. Ne? Und wenn zwei Sorten sind drin. Oh. Na. Mischration. Geht doch. Dann ist gut so, dann passt es schon, ne? Das geht jetzt in den kleinen Stall rein, im großen, wovor der große Anhänger war, große Mischfutterwagen war. Weil das ist ja jetzt irgendwie besser, mit dem kleinen da reinzufahren als umgekehrt. Kann natürlich sein, dass es nicht reicht. Schau mal. Also hier füllen wir kein Hexengut ein, da können wir ganz schlecht reagieren. Also im Prinzip wegen. Achso, ich kann mich ja nicht mehr länger bewegen. Jo, genau. Oh. So. Fahren wir rein, ne? Und mach Platz, Junge, mach Platz. Komm besser rein. Nur den richtigen Punkt finden, wo wir abkippen können. Das ist jetzt schwierig. Ja, genau. Das war hier vorne irgendwo.
Nicht? Der so ein Scheiße nicht verwenden können. Gehabt. Ach, Tank I abladen, ja, das geht aber. Das war da hier vorne wohl gewesen? Oder muss ich das wieder extra einen anderen Wagen nehmen? Oh, der Kuh läuft durch. Muss gucken. Mischration. Mischration. Die gleiche. Vielleicht muss ich ein bisschen mehr nach rechts fahren. Oder ist der Wagen ein bisschen anders und will woanders leer gemacht werden? Könnte natürlich sein, ne? Könnte sein, muss aber nicht. Wir fahren mal im Stall nach, gleich immer. Weil hat der Wagen ja einen anderen Punkt abkippen. Weiß man's? Ansonsten fahren wir dahin, wo wir vorher auch waren. Das heißt, an einem alten Punkt. Ups, Nachricht. Ja, einsteigen muss schon, ne? Ein Trigger war hier vorne gewesen, das war für Stroh. Das weiß ich noch, für Stroh und für Silage und so was alles. Machen Sie vorher auch war. Der Punkt war hier gewesen, der eine. Und dann machen wir den großen wieder halt rein. Ne? Das ist kompliziert, aber muss man ja nicht verstehen. So. Der kann dann beiden Seiten auskippen. Das wäre eigentlich optimal, dieser Fahrzeug. Für den Gang. Und der lenkt vorne, das ist ein günstiger. Ein bisschen höher machen. Wir müssen ein bisschen mehr ausholen. Vor dem in klein rein. Aber das eigene Punkt nicht gefunden. Dusselige Kuh. Oder Bulle. Geil mit Kopf schütteln. Bleib mit draußen, du. Da. Das ist ganz einfach, ne? Schon wieder mistig geworden. Kaum ist man hin und her gefahren.
So, die Hälfte. Knapp. Schauen wir nach. Kühe? Nicht. BGH. Was haben wir gekriegt? So wenig. Gut. Die Lage kriegen wir jetzt im Herbst einen höheren Preis. Also jetzt nachher minimal. Dafür. So, was machen die Kühe? Da wollte ich gucken. Wasser passt und Futter auch. Und da haben wir jetzt 106. Die 106 haben wir schon Kälber. Müssten ja die Tiere sein mit knapp 50 Kilo, ne? Ah, haben wir nicht. So, dann unsere Bullen, ne? Die sind jetzt 512. Wenn die 2 Jahre alt sind, dann gehen die Zeug zum Händler, Schlachthof, wenn wir hier nicht kriegen. Ja, also Gesundheit 89 gut. 1,3 Jahre, ich habe die gekauft von 0,8. Ja. So, da gehen wir gleich raus, das können wir ja sehen. Ne? So. Zu. So, was haben wir jetzt geschossen? 11, ja. Ein bisschen ja, Gülle haben sie jetzt weggefahren. Na Quatsch, Gülle. Da muss ich dann extra Strohwagen haben. Also Stroh. Mit Stroh wüsste ich jetzt nicht. Da kriege ich gar nicht guten hin. Also mit Anhänger, klein habe ich ja gar nicht. Oder habe ich einen kleinen Anhänger? Mit Ballen wird nichts. Mischration, ja, haben wir bald. Na gut, bis noch da. An sich für 2 Tage genug da. So. Ich wollte auch den Rest düngen, also Stufe 3. 14 gehen gar nicht weg. Das ist ein 100 Meter Sprint hier, auf 5 Kilometer. Und Weitsprung. Da werden wir jetzt mal schauen. Die ersten 2 Reihen waren ja fertig. Anders sehen wir so, ach, das ist eh schon gespeichert. Na gut, da können wir ja, wenn wir jetzt schlau sind, gleich im zweiten anfangen. Also. Ne, da gucken wir kurz die Karte rein. Denn hier haben wir aufgehört. Haben wir gedacht, naja, jetzt ist ja, ne? Dann werden wir da entsprechend anfangen und dann kann er gleich in anderen Modus durchziehen. Dann haben wir es auch hinter uns, ne? Mit Düngen. Das kann er so schön nebenbei machen, ne? Hier vorne irgendwo muss er anfangen. So. So, ersten den Punkt nicht, da wird nichts aktuell nächst einstellen. Hier fehlt auch ein bisschen Gras. Aber gut, was soll's, ne? Ein Jahr wird es gehen. Und dann wenn das Gras nicht entsprechend im Frühjahr. Das wäre optimal. Also im Frühjahr Gras ernten und dahinterher noch fix Getreide rein. Auch noch ernten. Na gut, aber wird nicht klappen. Weil das ist jetzt zu kühl, das wächst zu langsam. Oder hier höchstens Soja, mal sehen, vielleicht klappt es sogar, aber eher unwahrscheinlich. So, jetzt das haben wir das nicht. Gucken wir gleich. Na genau, dann haben wir Gras voll gedüngt. Das muss erstmal wachsen. Hier wollten wir pflügen, das müssen wir den mal wegfahren. Unser Soja, ne? Die verkaufen wir dann im Frühjahr. Ah. Okay, Nackenstarre hier. Fahren wir nach vorne ran zum Flugmeister und dann kann der gleich flügen. Ah, da müssen wir noch Nacharbeit machen. Ach so, stimmt ja. Da sind ja einige Stellen bei, die müssen wir noch nacharbeiten. Aufgrund von großen Unebenheiten, die am Acker vorhanden sind.
Ist halt so, ne? Hätten wir normalen Flug genommen, wäre es nicht passiert. Dann fangen wir irgendwo an. So. V und wie runter. Anmachen brauchen wir nicht, das ist der Flug. Wollen wir diese Heuballen hier oder Strohballen, Strohhaufen halt weg haben, ne? Und halt einmal rüberflügen. Man ist schon dabei, ne? Also was da Stroh Widerstand leisten kann, das ist mir auch ein Schleierhafte. Gut, dass das nicht verschwindet, dass das kann sein, ne? Also das ist. Nee, das macht er einfach nicht. Das ist einfach, ich will nicht sagen, nicht vorgesehen, aber das ist einfach, der Flug geht nicht runter. Beziehungsweise, der, dass er aussieht wie ein Flug. Hinterher. Ich wollte sagen, fährt er gerade da lang? Das ist nicht so schön. Müssen wir mal quer nehmen. Das dürfte eher funktionieren. Also sollte. Sollen wir über die Straße fahren? Außer euch gerade. Ne, das geht auch nicht. Aber teilweise, okay. Das liegt daran, dass er einfach der Traktor ihm hochhebt. Okay. Ist halt so. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Wir machen gleich weiter. Dann sage ich hier mal auch wieder mal Tschüss um den Winkel. Leider ist wieder eine Folge vorbei. Ja, ne? Wir hören und sehen uns dann vielleicht zur nächsten Folge. Wenn ihr Lust habt. Ich habe Lust. Immer schön reinschalten. Ne? Ja, keine Pflicht. Aber es ist mir gerne gesehen, ne? Oh, ein dickes Danke dafür. Tschüss.